Zu diesem Video komme ich noch mal, also zu dem, was ich jetzt sagen wollte, dass wir jetzt ein eigenes TS haben, mit Wachtelmeister gegründet, da kommt noch mal ein extra Video dazu. Und ich bin gestorben. Fantastic. Hallo und herzlich willkommen wieder nach längerem. Wir spielen heute wieder H&G und bei mir ist der Thomas. Hallo Thomas. Hallo. Ja, ich muss mich einmal entschuldigen, dass jetzt so lange keine Videos kamen. Das lag daran, wir haben einmal scheiß Internet gehabt und da konnten wir nur einen Livestreamer machen, aber nicht so lange. Deswegen, Video hochladen dauert immer länger. Und jetzt haben wir es halbwegs erstmal behoben, dass unser Internet überhaupt wieder geht. Und jetzt kann ich auch wieder anständig H&G spielen, weil ich konnte echt gar nicht richtig spielen. Mit einer Hunter. Ab morgen gibt es erstmal keinen Hunter mehr. Da werde ich noch mir was einfallen lassen. Red vielleicht mit JKN oder so. Oder mit Wachtel, weiß ich noch nicht. Werde ich sehen. Und auf jeden Fall sage ich erstmal, fahren wir in den Krieg. So. Vielleicht ist die ein oder den anderen mal aufgefallen, dass ich mittlerweile keine Videos mehr mit Gotti mache. Das liegt daran, weil Gotti nicht mehr so viel bei mir ist, sondern auf einem anderen TS ist. Ich habe jetzt einen eigenen TS. Pass auf, rechts hinter der Kante war ein Freund. Zu diesem Video komme ich noch, also zu dem, was ich jetzt sagen wollte, dass wir jetzt einen eigenen TS haben, mit Wachtelmeister gegründet, da kommt nochmal ein extra Video dazu. Und ich bin gestorben. Ich fahr Stock, das reicht mir. Ja, auf jeden Fall kommt dann extra Video dazu. Mit IP und so. Ich glaube, das kommt sogar vielleicht vor dem Video. Ich muss noch überlegen, wie ich das mache. Ob ich das jetzt davor hochlade oder ob ich erst H&G hochlade. Das werdet ihr ja sehen. Ich weiß jetzt nicht, ob ich jetzt davor das Video das ist oder das Video jetzt nach. Ich weiß nicht. Noch entscheiden. Ja, dann wird auch wahrscheinlich die Endkarte ein bisschen anders sein heute, ausnahmsweise. Hier, wir sind nicht mit Stuck fahren. Wo bist du? Hier mit dem Stuck hier draußen, der große, ja, der da. Ja, ich sehe dich. Sehr schön. Passt auch hier. Park Final 1. Oh. Oh, Beschuss. Kann aber leider nur oben sein. Ja. Ich will mir da noch den anderen holen, den 38 dann. Ja. Den Hetzer? Ja. Ja, da kann man, glaube ich, als Schütze reingehen. Ja, da bist du so oder so drin. Man kann sagen, du bist mit der Kamera draußen. Hörst du, was ich da lustig finde? Kannst dich hier draußen vercampen und warten, bis irgendwelche Kiddies kommen und den Panzer knacken wollen. Kommst du raus? Ja. Geh mal ein bisschen. Oh, 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 ich häng fest, ich häng fest. Ja, ne, oh, drei Feinde. Ja. Zwei Feinde, zwei. Hoho! Habt ihr beide geholt? Ich hab einen geholt und von unten kam ein anderer. Ja, ich hab's gesehen. Oh. Ich muss mich gleich mal decken, ich hab ganz wenig Leben. Ja, ich hab auch wenig Leben. Lass mal schnell zu meinem Panzer gehen. Lass mal schnell zu meinem Panzer gehen, der dann ja. Wenig Muni. Komm zur Panzer. Und hier kannst du fallen. Nee, ich hab hier wenig Munition, das mal. Ich gehe erstmal schnell hier hoch hier und kann ich ja schnell ich deck dich vom Fenster aus hier oben oder schreien. Da hinten kommt ein Panzer, Nee, ich fahr mit dem Stuck hier aufs Gebiet, ne? Aufs Gelände. Wir reden so, als wäre es einfach mal so, ja. Ich fahr jetzt einfach mal mit und halt mal wie mein Auto ja auch in die Garage oder so. So hab ich. Warte, ich komm zu dir, dann kann ich auch mal ins MG gehen. Ja, Mann. Also ich bin jetzt auf dem Hof, ne? Ja.
So. Die Scheiße, ich muss mich hinrichten in die Richtung drehen. Hinter uns ist irgendwo ein Scharfschütze. Was? Links, da Pante zu sein. Ich fahr schnell drüber. Recht schon, passt schon. Aber so drüber gefahren, passt. Oh, stopp! Fahr nach rechts, Raus! Fuck. Ja. Hinten ist ein Scharfschütze links und ein Panzer hat mich. Ja, ich hab den Scharfschützen beschossen, aber der hat schneller geschossen als ich. Ja. Soll ich mit dem Kübelwagen reingehen oder willst du? Ich bin mit Stuck drin. Okay, dann geh ich jetzt in den Panzer rein. War mal ein bisschen mehr so gerade, dass ich auch schießen kann mit meinem MG, weißt du, wie ich meine? Ja, musst nur sagen, drehen, links, ja. Rechts drehen. Wo drinnen? Gut. Horido. Auch weißt du, was mir gerade einfällt? Was? Das habe ich dir dann später nach dem Video. Ist mir peinlich, das im Video jetzt anzusprechen. Das muss ja nicht jeder mein ganzes Leben wissen. Und fährt? Achso, ich finde es auch total geil, diese Zäune oben zu fahren. Ach, jetzt geht er. Ah, nein. Doch! Eins liegt drauf. Ich finde, das ist immer wie so eine Tarnung. Pass auf. Fahr zurück. Ist der Feind? Pass auf, geradeaus. Pass auf. Bleib einfach im Panzer sitzen. Ich komme wieder. Oben war auch noch einer. Ja, kannst ja schießen. Du musst nur warten. Einfach im Panzer drinnen sitzen bleiben. Bevor irgendjemand anderes den ans MG geht. Endcard drehen wir zwei gleich auch noch, nur ich weiß nicht, ob das auf der gleichen Map ist. Deswegen müssen wir dann warten, gell? Endcard müssen wir auf jeden Fall noch drehen. Bitte? Endcard müssen wir auch gleich noch drehen, da müssen wir noch mal eine neue Runde starten. Läuft die Aufnahme noch? Ja klar, läuft sie noch. Läuft bis Ende der Runde. Läuft die durch? Ja, ich kläre das gerade nur mit dir schnell hier. Aber du schneidest das dann raus? Nein, das schneide ich nie raus. Das ist ja nicht so schlimm, dass ich jetzt hier das gerade geredet habe. Ich überleg's mit dem. Blau oder gleiche Panzer, der genau hinter uns steht, habe ich auch nochmal. Das weißt du ja. Ja. Oh! Wo ist denn der hier? Oh, hart mich. Mein Panzer ist auch kaputt. Hier als Infanterie rein. Okay, dann ich fahr mal zurück, dann kannst du bei mir im Kübelwagen mitfahren. Okay, gut. Oh, ich liebe diese Pistole. Weißt du, wie ich das gemacht habe, dass ich jetzt sichtbar bin? Wie denn? Ich hab geschossen. Ja. Oh, Panzer. Fahr. Kommandanten schießen. Schieß mal auf den Kommandanten. Wenn er draußen wäre, dann. Ja, jetzt war er draußen. Warte mal. Lass mich raus, ich geh raus, warte. Warte, nicht auffällig machen. Lebt noch. Ah, jetzt hat einer den Panzer geholt. Warum? Ich wollte dich töten. Handfeuer 2! Geil! Wart auf mich! Hier, komm mal zu mir. Also hier liegen Panzerfäuste. Hier steht eine 20mm Flak, also hier mit der Flak kann man auch hervorragende Infanterie bekämpfen. Alter, lass mich auch mal schießen, ich hab noch nie an der Stelle hier mit dem Flak geschossen. Ich will mal gucken, wie das ist hier. Cool. Ich habe ja Scharfschützengewehr, du kannst das Ding ja hier benutzen.
Du kannst ja Flak benutzen, wenn du Lust hast, weil ich habe ja Scharfschütze. Aber du hast ja deine Panzerfäuste. Ja, ich bin das nicht so nah. Vielleicht treffe ich ja mal einen. Zaun mal hier weg machen. Aha. Nicht getroffen im Zaun. Da. Also. Das war's erstmal. Von meiner Seite her. Hast du noch was zu sagen? Nee. Wenn nicht, melde mich gleich erstmal bei der Endcard. Bis gleich. So, das ist die Endcard. Rechts oben findet ihr das letzte Video. Das war Heroes and Generals an der Front, also Teil 1, das ist Teil 2. Und darunter findet ihr unser neueste Video. Das ist Windows, also Photoshop auf Windows 10 wieder zurückzumachen. Und links unten könnt ihr uns abonnieren, wenn ihr es noch nicht getan habt. Und rechts ist unser Twitch-Account, leider könnt ihr nicht drauf drücken. Aber auf jeden Fall sage ich von meiner Seite schon mal auf Wiedersehen. Haut rein, Leute, lasst einen Daumen nach oben da, ich würde mich freuen. Ja, Thomas, hast du noch was zu sagen? Immer schön im Deckung gehen und zurückschießen. Okay, das waren die letzten Worte von uns und ciao, Leute, haut rein. Tschüss.